jetzt los, Mathe, jetzt komm mit hier. Scheiße, lass dich hier nicht so zerren. Was ist denn jetzt los? Ich hab mir doch mal die zwei Idioten vom Hals. Sag du mir mal lieber, wo du die ganzen Wochen gesteckt hast. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ist ja gut, aber muss ich jetzt demnächst schon schriftlich einreichen, wo ich hingehe, oder was? Junge, ey, was ist denn mit dem Affen da heute los? Wenn wir dir das erzählen, glaubst du es eh nicht. Ach, Mann, dann ist der absolut letzte Arsch geworden. Echt, aber jetzt beruhigt euch mal bitte. Was ist denn hier los? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Vergiss es, Mann. Das kannst du denen da drin gleich erzählen. Ja, ich will Scheiße, ich will da nicht rein. Hey, Leute, was ist denn los? Joachim Pitzer, geboren 12. Oktober 1966 in Köln, wohnhaft in Köln, verheiratet, Bankkaufmann, Filialleiter, seit dem 14.11.2009 in Untersuchungshaft in der JVA Köln. Am Abend des 12.11.2009 gegen 21 Uhr begab sich der Angeklagte zur Scherbeckbrücke in Köln-Rodenkirchen, unter der Obdachlose Daniel Urban sein Nachtlager aufgeschlagen hatte. Dort schlug er dem Schlafenden in Tötungsabsicht mit einem Holzscheit insgesamt dreimal mit voller Wucht auf den Kopf. Daniel Urban erlitt einen Schädelbruch und verstarb innerhalb kurzer Zeit infolge von Blutungen im Gehirn. Der Angeklagte hatte den 21-Jährigen auf dem Kölner Straßenstrich kennengelernt und unterhielt mit ihm ein heimliches sexuelles Verhältnis. Mit seiner Tat wollte der Vater von zwei Kindern verhindern, dass Daniel Urban ihre Beziehung öffentlich machte und seine Frau und sein Arbeitgeber von seiner homosexuellen Neigung erfuhren. Der Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Sie haben den Anklagevorwurf jetzt gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ja, das möchte ich. Weil ich habe nichts getan und ich habe auch nichts zu verbergen. Gut, dann reden wir doch gleich hier über die Details. Wo waren Sie denn am Abend des 12. November, so gegen 21 Uhr? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich war zu Hause. Ihr Problem ist nur, Herr Pitzer, niemand kann das bestätigen. Ja, das stimmt. Meine Frau war mit einer Freundin übers Wochenende verreist und meine Kinder waren bei den Großeltern. Aber ich versichere, ich war zu Hause. Ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen kein Wort glaube, Herr Pitzer. Das ist die Wahrheit. Herr Pitzer, kannten Sie denn den Daniel Urban? Ja, was heißt kennen? Auf dem Weg zur Arbeit hat er mich ein- bis zweimal angeschnorrt. Das ist alles, was ich mit dem Kerl zu tun hatte. Haben Sie ihm auch Geld gegeben? Ja, ab und zu, weil er mir leid tat. Wie viel war das so im Schnitt, Herr Pitzer? Ein bis zwei Euro, manchmal ein Fünfer, aber nie mehr. Und ich finde es schrecklich, dass meine soziale Ader jetzt hier zum Verhängnis wird. Es gibt aber Zeugen, die aussagen, bei der Polizei zumindest, dass sich der getötete Daniel Urban eine gemeinsame Zukunft mit Ihnen vorstellen konnte. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das würde mich allerdings auch mal interessieren. Vera, bitte. Ich weiß nicht, was die angeblichen Zeugen behaupten. Das sind alles Verleugnungen, üble Nachreden. Und ich werde rechtliche Schritte gegen diese Person einleiten. Vera, schau mich an. Ich liebe nur dich. Ach, halt doch den Mund. Nein. Du bist einfach nur ein mieser, dreckiger Lügner. Nein, so was habe ich geheiratet. 11 Jahre habe ich mit dir Tisch und Bett geteilt. Und jetzt stellt sich raus, du bist einfach nur ein perverses Schwein. Nein, so geht's nicht hier. Ja, Sie sind die Ehefrau, nehme ich mal an. Aber so geht's trotzdem nicht. Sie verbieten hier ihm nicht den Mund. Und vor allem will ich keine Beleidigung hören. Also geht folgender Beschluss gegen die Ehe. Wie heißen Sie mit Vornamen? Vera. Gegen die Ehefrau des Angeklagten, Vera Pitzer, wird wegen ungebührlichen Verhaltens ein Ordnungsgeld von 100 Euro ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft verhängt. Ja? Mag sein, dass Sie aufgewühlt sind, aber so geht's trotzdem nicht. Entschuldigen Sie, aber wie soll ich mich denn beruhigen? Mein Mann schläft mit Männern, mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken. Seine Familie sitzt zu Hause und wartet auf ihn und er geht mit Männern ins Bett. Ich kann verstehen, dass das für Sie jetzt eine schwierige Situation ist. Und ich kann auch verstehen, dass sich während der ganzen Wochen, die Ihr Mann in Untersuchungshaft war, auch einiges aufgestaut hat. Aber hier vor Gericht gibt es nun mal Regeln. Hör mir zu, ich hatte nichts mit dem Jungen. Das musst du mir glauben. Ich bin doch nicht homosexuell. Ach, hör doch auf. Am Anfang habe ich auch noch geglaubt, dass das alles hier ein Riesenirrtum sein muss, als er festgenommen wurde. Mittlerweile denke ich da ganz anders drüber. Vera, bitte vertrau mir! Ach, du willst doch nur irgendwie deinen Kopf hier aus der Schlinge ziehen und mich benutze da als Mittel zum Zweck. Nein, bitte, bitte. Wenn Sie sich nicht ruhig verhalten können, dann muss ich Sie hier rauswerfen lassen. Ich habe hier das Hausrecht und kann Sie auch hier der Verhandlung verweisen, ja? Ja. Verstanden? Ja, verstanden. Also, Herr Pitzer, hier spielt die Musik. Wir waren bei der Frage stehen geblieben, dass dieser Daniel Urban, so haben es zumindest Zeugen gesagt, sich eine gemeinsame Zukunft mit Ihnen vorstellen konnte. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich kann mir das nicht erklären. Ich ja, vielleicht darf ich darauf antworten, Herr Vorsitzender. Es mag ja sein, dass Daniel Urban in meinen Mandanten verliebt war, aber das heißt noch lange nicht, dass mein Mandant in ihn verliebt war und die beiden sexuellen Kontakt hatten.
Also mein Verteidiger hat recht. Ich liebe meine Frau. Wie oft soll ich das noch Herr sagen? Pizza, Sie wären nicht der Erste. Und ich habe zwei Kinder. Ja, ist bekannt. Ne? Aber Sie wären nicht der erste Mann, der mit seiner Ehefrau zusammenbleibt, obwohl das eigentlich von seiner Ausrichtung her gar nicht mehr wollen würde, aber einfach Angst hat, dass so ein Outing gesellschaftliche oder familiäre Probleme mit sich ziehen kann. Quatsch, ich hatte nichts mit dem Stricher. Ja, ich gehe davon aus, dass es so war, dass Sie mit ihm was hatten. Und ich denke, dass Sie sich schlichtweg verrechnet haben. Sie haben nicht damit gerechnet, dass sich dieser Mann in Sie verlieben könnte und Sie später genau damit erpressen könnte. Es gab nichts zu erpressen, weil überhaupt nichts da war. Da ist nichts passiert. Aber über den Punkt haben wir jetzt lang genug gesprochen. Kommen wir zu was anderem. Schauen Sie mal. Das ist das Holzscheit, mit dem Daniel Urban erschlagen wurde. Das ist aus Erlenholz. Warum erzähle ich das? Weil auf dem Holzstoß bei Ihnen hinterm Haus das Holz auch aus Erlenholz ist, das Brennholz. Und ich bin sogar überzeugt davon, dass das von diesem Stoß hinter dem Haus ist. Warum? Weil nämlich das Gegenstück dazu bei Ihnen gefunden wurde noch, hinterm Haus. Schauen Sie mal. Mein Haus liegt in der Nähe von der Brücke, wo die Obdachlosen schlafen. Und die klauen sich halt manchmal Holz aus meinem Garten. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Das mag ja sein. Wissen Sie, Herr Pizza, was nur komisch ist? Dieser Holzscheit ist der einzige von diesem Holztyp. Wenn ein Obdachloser tatsächlich sich in Ihrem Garten da bedienen würde, dann würde er doch etwas mehr Holz mitnehmen und nicht so ein einziges Stück, ach, oder? Ach, papalapap, da haben Sie das andere Holz schon verheizt. Was weiß ich? Und keine Ausrede verlegen, kann man das mal so festhalten. Mein Mandant hat recht, Herr Staatsanwalt. Es ist doch auch gut möglich, dass der wahre Täter unter den Obdachlosen selbst zu suchen ist. Es könnte doch zu einem Streit gekommen sein und deswegen musste Daniel Urban sterben. Oder aber es handelt sich bei dem Ganzen um eine Verwechslungstat. Schauen Sie sich mal da drüben die Tatortfotos an. Den Herrn Urban, den kann man da eigentlich kaum erkennen auf den Fotos. Der hat total eingemummt und eingerollt geschlafen, als er getötet wurde. Guter Ansatz. Hätten Sie noch Fragen? Keine Fragen. Ihr seid auch nicht, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Die Zeugin Inga Dasch bitte und Sie nehmen bitte bei Ihrem Handverteidiger Platz. Das kann ja wohl überhaupt gar nicht sein, was ich da gehört habe, oder? Mensch, was weiß ich? Stimmt komplett, die reimen sich was zusammen. Ich glaub's denen doch nicht etwa. Hi. So, Entschuldigung, sind Sie Inga Dasch? Ja. Dann kommen Sie bitte, Sie sind schon aufgerufen worden. Also jetzt lassen Sie das mal, jetzt kommen Sie mal mit. Los, komm, die gehen auch rein. Los, komm, die gehen rüber. Leute. Helft mir doch mal, Bendo, helft das dann. Ja, klar. Danke. Komm, komm, hier. So, danke dir. Helft mir doch. Los, komm. Und jetzt ist gut. Benno, ey. Ja, komm rein hier. Hallo, was ist mit Ihnen denn los? Na los, bitteschön. Entschuldigen Sie bitte, Herr Richter, aber hier der Matte, der hat einiges zu erzählen, was den Fall hier betrifft. Den sollten Sie sich mal anhören. Wer ist Matte, bitte? Er hier, das hier. Und er hat im Übrigen auch den toten Danny gefunden. Danny, Sie meinen den Daniel Urban? Richtig, genau, den meine ich. So, und über den Todesfall, beziehungsweise über den Tod von dem Danny, da weiß er hier wohl einiges zu berichten. Den sollten Sie sich auf jeden Fall anhören. Stimmt das? Hallo? Ja. Dann werde ich Sie natürlich als Zeuge benehmen. Aber nachher, jetzt warten Sie erst mal draußen. Herr Seelhoff, nehmen Sie mal draußen schon mal vorsichtshalber die Personalien auf. Also, schön. Gehen Sie mal wieder raus. Komm. Haben Sie einen Ausweis dabei? Dann holen Sie bitte mal raus. So, Frau Dasch, dann wieder zu Ihnen. Wir waren immer noch beim Personalien, beim Wohnort. Ich habe keinen Wohnort. Ich lebe auf der Straße und gemeldet bin ich bei meiner Schwester. Sie sind nicht verheiratet, also ledig. Sie sind ohne Anstellung, also arbeitslos und mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert. Genau, und ich weiß, dass er Danny erschlagen hat. Und wie kommen Sie da drauf? Naja, weil er mit ihm Sex hatte, oder er gesagt. Er hat Danny dafür bezahlt, dass er mit ihm ins Bett gegangen ist. Da hörst du's und du willst alles leugnen. Pizza! Ich weiß nicht, wer Sie sind und was ich Ihnen getan habe. Aber Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Ich hatte nichts mit diesem Jungen. Natürlich, du hast mit Danny geschlafen und deswegen musste er sterben. Das sind Verleugnungen. Wissen Sie eigentlich, was für mich hier auf dem Spiel steht? Mein ganzer Ruf ist gefährdet. Glauben Sie mir. Ich habe den Obduktionsbericht. Ich glaube, den verlese ich mal bei dieser Gelegenheit hier. Und hier steht, dass Daniel Urban mit einem stumpfen Gegenstand zweimal heftig auf den hinteren Schädel und einmal auf den oberen Schädel geschlagen wurde. Hierdurch erlitt er einen Schädelbasisbruch und verstarb infolge von Gehirneinblutungen. In den Wunden wurden Splitter von Erlenholz gefunden, was darauf schließen lässt, dass die Tatwaffe vermutlich auf Erlenholz war. Ja, laut Spurensicherung ganz klar war dieses Erlenholzscheit die Tatwaffe. Ist doch total krank, jemand mit so einem Teil den Schädel einzuschlagen, oder? Ja, Frau Dasch, warum sind Sie sich denn so sicher, dass der Angeklagte das war? Also, seit ich Danny gekannt habe, hat er halt seine Kohle als Stricher verdient. Und eines Nachmittags ist er dem Angeklagten das erste Mal begegnet. Und er fand ihn sofort toll. Und irgendwann hat er sich dann getraut, ihn anzusprechen. Und
Naja. Ja, es war nur eine Unterhaltung, mehr nicht. Ja, nein, erst nicht. Ja, im Moment auch gar nicht. Erst war es keine Unterhaltung. Erst hast du ihm immer ein, zwei Eus oder so gegeben. Aber später habt ihr miteinander geschlafen. Ja, und woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, dass der Angeklagte und der Getötete sexuellen Kontakt miteinander hatten? Ja, von Danny halt. Er war mein bester Freund und er hat mir alles erzählt. Hat er Ihnen auch erzählt, dass der Angeklagte ihn für sexuelle Dienste bezahlt hat? Ja, klar. Er hat mir halt gesagt, so, dass der Angeklagte halt total neu auf dem Gebiet gewesen ist. Und erst kam er ein, zweimal die Woche, aber später konnte er gar nicht mehr genug kriegen. Und Danny hat sich total in ihn verknallt. Das ist unglaublich, was Sie hier erzählen. Das stimmt überhaupt nicht. Ach, du gibst es doch nur nicht zu, weil es alles nicht in deine beschissene Spießerwelt reinpasst. Mit Frau und Familie. Genau, ihr seid mir die Richtigen. Frau Dasch, haben Sie denn irgendwann mal meinen Mandanten und Daniel Urban zusammen in einer eindeutigen Position gesehen? Nein, das habe ich nicht. Aber das musste ich auch nicht, weil Danny mir alles erzählt hat. Und warum sollte er lügen? Also alles, was Sie hier erzählen, haben Sie nur von Dritten gehört, richtig? Und? Selbst wenn Daniel Urban Ihnen solche Geschichten erzählt hat, dann heißt das noch lange nicht, dass er Ihnen da die Wahrheit gesagt hat. Vielleicht war er tatsächlich in meinen Mandanten verliebt und hat einfach deshalb nur solche Geschichten erzählt, weil er sich das inständig gewünscht hat. Ich weiß, was mit Danny los war. Danny war das Leben auf der Straße leid. Er wollte nicht mehr dort bleiben und er wollte sich eine neue Zukunft mit dem Angeklagten aufbauen. Wissen Sie denn, ob der Angeklagte von diesen Zukunftsplänen von Danny auch wusste? Ja, natürlich. Danny hat zu mir gesagt, dass er mit dem Angeklagten darüber gesprochen hat. Aber er hat zu Danny gesagt, dass es keine Zukunft geben wird, weil er bei seiner Frau und seinen Kindern bleiben muss. Okay, das ist doch alles gelogen hier! Muss ich mir das anhören? Ja, Sie müssen jetzt mal sogar den Mund halten. Schwer ist. Und wie hat Danny Urbandorf reagiert? Ach, Danny war fix und fertig. Er kam sich einfach nur so verdammt ausgenutzt vor. Sie meinen emotional ausgenutzt, ja, ne? Ja, genau. Weil für die Dienste, Herr Pitzer, haben Sie ja bezahlt schließlich, ne? Danny war so wütend und er konnte es einfach nicht fassen irgendwie. Und deswegen war er kurz davor, zu der Frau von dem Angeklagten zu gehen und alles zu erzählen. Und genau darum ging es auch in dem Streit. Na, das galt zu verhindern, Herr Pitzer, oder? Es gab nur ein Problem, Herr Pitzer. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Ihr Problem, bitte nicht falsch verstehen, das jetzt hier, weil die Frau Dasch ist Ihr Problem. Denn Sie haben nicht damit gerechnet, dass der Verstorbene, noch bevor er zu Tode kam, sich Frau Dasch anvertrauen würde, ihr alles erzählen würde und wir jetzt statt von Daniel Urban, zumindest von Frau Dasch, alles hier erzählt bekommen würden. Sie glauben also, das alles, ja? Was Herr Sie, Lukas, was Sie der Zeugin. Das sind Lügen. Ich finde die Zeugin jedenfalls nach wie vor unglaubwürdig. Das ich bin überzeugt davon, dass sie den wahren Täter aus ihren eigenen Reihen deckt. Gibt es noch Fragen an die Zeugin? Nein, danke. Dann bleiben Sie unfreiwillig. Danke, nehmen mal bitte da hinten Platz. Da würde ich jetzt ganz gern den Mann da hören, der vorhin von den Freunden reingerufen oder reingeschleppt wurde. Den Herr Mangold, Herr Seger. Herr Mangold, Sie doch, kommen Sie mal rein, bitte. Und bringen Sie mal die Personalien, wenn Sie aufgenommen haben. Matthias Mangold ist hier. Komm, los. Mach hin. Ist der Erste hier auf der Liste. Was du zu sagen hast. Was ist denn los? Sieht so aus, als hätten Sie gar nicht viel Lust, hier auszusagen, oder? Doch, doch, der wird schon aussagen, keine Sorge. Ich habe eigentlich Mangold, gefragt, setzen Sie sich mal. Da hinten sind noch irgendwo Plätze frei, oder? Also einer zumindest, wenn kein zweiter frei ist, kann sich einer von den beiden auch vorne auf die Zeugenbank setzen. Für alle gilt natürlich im Sitzungssaal bitte die Mützen abnehmen. So kalt ist es hier auch nicht. So. Da habe ich jetzt die Personalien. Ach so, das sind davon drei Personalien. Wer ist denn Benno Neumann? Das bin ich hier. Ah, das sind Sie. Ja. Und Walter Tischler? Hier. Ist der andere Kollege da hinten. Und Sie sind der Matthias Mangold. Herr Mangold, ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO. Ich belehre Sie vorsichtshalber mal. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Klar, soweit. Hier sind schon Ihre Personalien aufgeschrieben. Matthias Mangold, Sie sagen, wenn da was nicht richtig ist, 32 Jahre alt. Wo wohnen Sie denn? Da steht nichts drin. Auf der Straße. Also sind nirgends gemeldet auch? Nee. Ledig? Hm? Gelernter Schlosser, arbeitslos steht hier? Ja, mein Chef hat irgendwie vor 8 Jahren die Platte geputzt, seitdem habe ich keinen Job mehr. Und da steht dann, kennt den Angeklagten nicht, das heißt, Sie sind nicht mit dem Verwandter oder Verschwäger, nehme ich mal an. Ihre Begleiter hatten ja vorhin gesagt, dass Sie den toten Danny Urban gefunden hätten und dass Sie auch noch mehr über seinen Tod sagen könnten. Ja, also ich... Ich bin mir mal noch gar nicht so ganz sicher, ob er nicht vielleicht sogar selber den Danny umgebracht hat. Was? Ich hab dir schon die ganze Zeit gesagt, Kohle. Danny war schon tot, als ihm die Kohle abgenommen hat. Ich mach sowas nicht. Ganz langsam, Herr Mangold, und der Reihe nach. Also, was ist da passiert? Ja, also ich hab mir da so eine bescheuerte Spielkonsole dazugelegt mit Akku.
Weil unter der Brücke leben ist manchmal immer ja, auch ein bisschen langweilig. Und die habe ich mir schon immer gewünscht. Dann vergiss aber auch mal bitte nicht zu erwähnen, dass du dir auch direkt 5 Spiele dafür dabei geholt hast. Soll ich es jetzt erzählen oder willst du es erleben? Oh, so eine Scheißkonsole kostet alleine schon über 200. Mir wäre es lieber, vorsichtig gesagt, der Herr Mangold wird es selbst erzählen. Naja. Ja, also bitte. Naja, also das war so. Ich habe halt diese Spielekonsole zugelegt, übrigens mit 6 Spielen. Und dann mittags sind wir Benno und Waldi über den Weg gelaufen und dann haben nämlich gleich da irgendwie aufgerissen wegen dem Ding und wollten unbedingt wissen, wo ich die Kohle für das Teil her habe. Naja, ich habe so versucht, an der Nase rumzuführen, aber die haben mich so bedrängelt und bedrückt mit der ganzen Geschichte, dass ich nachher gesagt habe, dass ich die Kohle von Danny habe. Übrigens dem toten Danny. Naja, das müssen wir uns genauer erklären. An dem Abend, wo das mit Danny passiert ist, da bin ich halt zu seinem Schlafplatz und wollte ihn wegen Kohle anschnorren. Am 12. November. Ja, genau. Das war ein Donnerstag. Also, und da bin ich dahin, weil ich wusste halt, dass Danny auf den Strich geht und deswegen immer irgendwie ein bisschen was parat hat. Und dann bin ich halt hin und habe an ihm geschüttelt und dann habe ich gemerkt, er atmet nicht mehr. Naja, dann habe ich seine Taschen durchwühlt und dann habe ich 500 Euro gefunden und die habe ich auch mitgenommen. Ey, scheiße, Mann, Mathe, das hast du nicht gemacht, oder? Danny konnte mit der Kohle gar nichts mehr anfangen jetzt. Und ja, das, was sie gemacht haben, ist unterschlagen, klar. Noch? Oder? Ja. Ehrlich doch. Ja, aber ich hatte halt Hunger. Ich wollte eigentlich nur einen Fünfer. Ich dachte, haben Sie eine Spielekonsole dafür gekauft oder habe ich das falsch verstanden? Ja, schon. Aha, so viel zum Hunger. Ja, nein, eigentlich wollte ich nur einen Fünfer haben. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass da 500 Euro da stecken. Ey, Alter, hast 500 Euro und kaufst dir eine beschissene Spielkonsole? Tja, ja, ist viel Geld und passt auch ganz wunderbar zusammen. Ich gehe davon aus, dass der Herr Urban den Angeklagten erpresst hatte. 500 Euro, das war die erste Zahlung. 500 Euro haben aber dem Herrn Urban nicht gereicht. Das heißt, er hat weiter Druck auf den Angeklagten gemacht. Dem Angeklagten war klar, entweder gibt er diesem Druck jetzt nach und zahlt und zahlt und zahlt oder er muss befürchten, dass der Herr Urban zur Frau gehen würde und ihm das ganze Leben kaputt machen würde. Und deswegen muss der Urban sterben. Aber es könnte doch genauso gut sein, dass dieser Zeuge hier Daniel Urban getötet hat. Wegen dieser 500 Euro. Ich habe überhaupt keinen getötet. Ich bin höchstens Penner, aber kein Mörder. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Dich hat doch für Geld würdest du doch alles machen. Ach, scheiße. Benno, was ist los mit dir? Ich weiß nicht, was los ist. Oh Gott. Geht's nicht? Ja, ich Hello, helfen Sie mir doch gerade mal. Was ist denn los? Wie sieht das aus? Herr Neumann? Kann ich eventuell mal rausgehen? Oder? Kommen Sie, ich bring Sie mal raus. Wir haben auch einen Arzt draußen. Kommen Sie mal. Einen Arzt, glaube ich. Oh, verdammt. Oh, kommen Sie mal. Mann. Ja, jetzt kommen Sie mal mit. Ja, Frau Jung, bestellen Sie doch bitte mal. Wenn ich komme mit. Nee, los mit dir. Komm, du kümmer dich um Mathe. Pass auf, dass der auch bloß alles erzählt. Kommen Sie, danke schön. Kommen Sie. Scheiße. Dreck. Sie haben doch eben gesagt, dass der Zeuge hier für Geld so ziemlich alles machen würde, richtig? Ja. Ja, aber jetzt überlegen Sie doch mal. Ich bringe doch nicht jemanden um und gehe danach hin und rufe einen Notarzt an. Ich wollte, dass Danny überlebt. Ach, Sie waren das? Der Notarzt ist um 21.32 Uhr von einem anonymen Anrufer verständigt. Ja. Als das dann passiert ist und nicht mehr geatmet habe, bin ich direkt Richtung nächster Telefonzelle und habe einen Notarzt angerufen. Das können Sie auch gerne überprüfen. Aber das würde allerdings überhaupt nichts beweisen. Es gab schon zig Mörder, Sie wissen das, Herr Lukas, die nach dem Mord den Notarzt gerufen haben, um von sich selbst als Täter abzulenken. Aber zig Mörder interessieren mich heute nicht, Herr Vorländer. Und außerdem habe ich schon ein paar Mal gesagt, jetzt, dass ich das nicht war. Ich habe die 500 Euro genommen, aber sonst nichts. So? Dann erklär doch mal, warum du gleich abgetaucht bist, nachdem das mit dem Danny passiert ist. Ja, weil Sie dich heute erst zufällig in der Stadt beim Schnorren erwischt haben. Ich stell dir mal vor, ihr hättet mich mit der Konsole aufgerissen. Ich meine, ihr hättet sofort gewusst, was ich gemacht habe. Und dann habe ich lieber vorsichtshalber einen Standort gewechselt. Also wenn Sie mich fragen, dann klingt das alles ziemlich verdächtig. Das meine ich aber auch. Unser Mathe ist nämlich kein unbeschriebenes Blatt. Er hat mich schon ein paar Mal vorbestraft, ne? Und im Knast gesessen hat er auch schon. In einer kleinen Körperverletzung. Jetzt halt endlich die Fresse. Mäßigen Sie sich mal ein bisschen hier im Ton, ja? Und so ganz ohne kann übrigens die Körperverletzung auch nicht gewesen sein. Sonst wären Sie deswegen nicht im Gefängnis gesessen, oder? Ja. Herr Seeloff, was ist mit Herrn Neumann? Geht's ihm besser? Also nicht wirklich. Der Notarzt hat ihn erst mal mitgenommen und wir kriegen Bescheid, wenn was Genaueres bekannt ist. Aber ja, es sieht Ursache? Irgendwie nach einer Vergiftung aus. Scheiße, Mann. Der arme Benno, ey. Der tut doch keiner verschissenen Fliege was zuleide. Jetzt noch mal zu Ihnen, Herr Mangold. Ist Ihnen da am Tatort, als Sie das Geld mitgenommen haben, irgendwas aufgefallen? Nee. War es stockend düster.
Ich kann nur noch mal betonen, ich habe nichts gemacht. Eine letzte Frage noch. Haben Sie am Tatort irgendwas verändert, bis auf die Mitnahme des Geldes? Nee, nur ein bisschen gewühlt. Gut, noch jemand weitere Fragen? Keine Fragen. Danke, da bleiben Sie unweit. Bleiben Sie aber bitte mal da und nehmen Sie bitte da hinten Platz. Christoph Schneid, bitte. Ey, Walli, was ist mit dem Benno überhaupt los? Ich weiß auch nicht. Herr Schneid, kommen Sie einfach mal nach vorn. Ja. Ist nicht die Zeit für Gespräche unter Freunden. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur wissen, was mit dem Kumpel los ist. Ja, ich hoffe, wir werden es bald erfahren. Sie sollen als Zeuge hier aussagen? Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen, ja? Sie heißen Christoph Schneid, 29 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, also zumindest sind Sie da bei Ihrer Mutter gemeldet. Das stimmt alles. Sie sind ledig von Beruf? Na, ich habe mal BWL studiert, aber seit ein paar Jahren lebe ich auf der Straße. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten hier sind Sie nicht? Nee. Sie wissen, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, er soll am 12. November 2009 Daniel Urban mit diesem Holzscheit hier erschlagen. Haben Sie da an dem Abend irgendwas beobachtet? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ja, ich habe den Angeklagten tatsächlich an dem Abend getroffen, bei uns an der Brücke. Da hat er mich auch gefragt, ob ich weiß, wo der Danny wohl ist. Und haben Sie es ihm gesagt? Ja, schon. Ich habe ihm gesagt, wo der sich immer ablegt. Ne? Und wie war der Angeklagte dann so gewesen? Ja, ich meine, es ist schwer zu sagen. Ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. Ne? Aber im Nachhinein würde ich schon sagen, der war ein bisschen nervös. Und wie viel Uhr war das, wenn ich kurz noch fragen darf? Ja. Also gegen 8, würde ich sagen. Haben Sie gesehen, ob der Angeklagte irgendwas dabei hatte? Er hatte so einen weiten Mantel an und eine Sporttasche dabei. Wie groß war die Sporttasche? So eine Sporttasche halt ist so vielleicht. Ne? Also groß genug, um so einen Holzscheiter unterzubringen. Mit Sicherheit, ja. Ja, gucken Sie mich mal genau an.